Ich weiß, dass ganz viele Unternehmer ein großes Problem mit ihrer Buchhaltung haben und dass sie nicht wissen, wie sie diese Buchhaltung organisieren sollen. Normalerweise müsste man dafür eine Ausbildung machen als Bürokauffrau. Und ich habe jetzt mal in dieser Präsentation, in diesem Webinar zusammengestellt, wie man die Buchhaltung organisiert, wie man die Aktenordner organisiert, so dass man zeitlich und auch mit den Zahlen gegenüber dem Finanzamt alles im Griff hat. Ich selbst kenne einen Unternehmer, der sehr viel Geld bezahlen musste ans Finanzamt, weil er nicht rechtzeitig die Meldungen machen konnte, weil die Buchhaltung total chaotisch war. Ich kenne einen Unternehmer, der musste nach 3 Jahren seine Buchhaltung oder seine Zahlen ans Finanzamt melden, hat die Quittungen und Belege überhaupt nicht mehr zusammenbekommen. Es war ein absolutes Superchaos und nach diesen 3 Jahren musste er sein Unternehmen schließen. Und ich kenne einen Unternehmer, dem wurde sogar vom Finanzamt und vom Gewerbeamt verboten, jemals wieder ein Gewerbe zu eröffnen, weil er einfach dadurch, dass er seine Buchhaltung nicht im Griff hatte, auch seine Finanzen nicht im Griff hatte. Der hatte absolut keinen Überblick mehr über die Ausgaben und Einnahmen und ob Kunden bezahlt haben oder nicht. Und damit dir das nicht passiert, habe ich dieses Webinar erstellt. Es ist sowohl für Starter von kleinen Unternehmen als auch für schon bestehende Unternehmer, die ihr Wissen erweitern wollen, wie man die Buchhaltung optimal einteilt. Also du lernst hier, wie du zeitsparend deine Buchhaltung im Griff hast und auch nach Jahren immer wieder mit Leichtigkeit auf Daten zurückgreifen kannst. Also ich zeige dir jetzt die Präsentation, die ich erstellt habe. Erstmal klären wir, was macht überhaupt ein Steuerberater, weil es ist ja möglich, dass du deine Steuer selbst erstellen kannst und damit sehr viel Geld sparen könntest. Dann sehen wir uns die Kosten für einen Steuerberater an und ob du über ein Buchhaltungsbüro Geld sparen könntest. Grundsätzliches zur Haftung, und zwar zur Haftung über die Zahlen, die du ans Finanzamt meldest oder die der Steuerberater an das Finanzamt meldet. Und ich habe dir einen Überblick über Software-Tools erstellt, die Gründer auch benutzen können, um ihre Steuer im Griff zu haben. Was ist Buchhaltung? Wie oft musst du überhaupt Buchhaltung machen? Was sind deine Einkünfte? Und was musst du dem Finanzamt überhaupt darstellen können? Dann ein wichtiger Schritt: Wie sind die Schritte in der Buchhaltung? Wie musst du die Buchhaltung abarbeiten, damit es schnell geht? Und Aktionen nach der Buchhaltung. Wenn die Buchhaltung beendet ist, was musst du dann tun, um deine Belege und Rechnungen aufzuheben? Wir schauen uns am Beispiel einer Einnahme-Ausgabeliste an, was du tun musst und wie du deine Belege ordentlich sortierst. Ganz wichtig, welche Aktenordner brauchst du überhaupt? Das wird überhaupt nirgends besprochen. Und dann kommt es natürlich zu Chaos. Ich habe dir erstellt, wie man den Aktenordner innen einteilt. Auch ein sehr wichtiger Punkt, um Geld und Zeit zu sparen. Dann sehen wir uns an den Aktenordner für den aktuellen monatlichen Ablauf und ich erkläre dir nochmal den Aktenordner-Kreislauf, weil du ja mehrere brauchst. Egal, ob du mit einem Steuerberater zusammenarbeitest oder selbst deine Steuer erstellst. Wir sehen uns an, wie man ein Kassenbuch führt und wie man mit den Belegen für das Kassenbuch umgeht. Immer wieder kommt die Frage auf, wie hoch muss eigentlich der Aufwand für die Buchhaltung bei einem Kleingewerbe sein? Wann kannst du Quittungen benutzen und wann Rechnungen? Wann benutzt man einen Eigenbeleg und wofür ist der überhaupt nützlich? Was machst du mit der Auswertung vom Steuerberater? Oder wenn du eine Software hast, was machst du mit deiner eigenen Auswertung? Und als Bonus, ganz zum Schluss, habe ich dir nochmal aus meiner 12-jährigen Erfahrung als Selbstständige und auch aus meinen Erfahrungen als Buchhalterin mein Rotationssystem innerhalb meines aktuellen Buchhaltungsordners stelle ich dir vor. Also wie funktioniert der Buchhaltungsordner innen drin, damit du immer den Überblick hast? Und wenn du über deine Buchhaltung den Überblick hast, dann hast du auch über deine Liquidität, also welche flüssigen Mittel sind da und welche Ausgaben kommen noch auf dich zu. Darüber hast du dann auch den Überblick. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du an dem Webinar teilnimmst. Es wird dir Zeit und Geld sparen und vor allem erweiterst du
massiv dein Wissen. Ich habe noch kein einziges Webinar und kein YouTube-Video erlebt, wo sowas dargestellt wird. Es ist praktisches Wissen, das du sofort anwenden kannst, wenn du an diesem Webinar teilnimmst. Geh alle Schritte so durch, wie ich sie dir darstelle, und du wirst mit deiner Buchhaltung auf jeden Fall leichter klarkommen als sehr viele andere Menschen. Danke, geh unten auf den Link, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch. Okay, bis bald und bleib mutig.